Du musst mindestens 3 Videos pro Woche auf YouTube veröffentlichen, sonst hast du überhaupt keine Chance, Reichweite aufzubauen oder Kunden über deinen YouTube-Kanal zu gewinnen. So oder so ähnlich hört man öfter mal eine unterschiedliche Meinungen dazu. Und hier in diesem Video wollen wir mal prüfen, was stimmt denn wirklich, wie viele Videos muss ich denn wirklich produzieren. Also die These, die im Raum steht, du brauchst x Videos pro Woche, die sind einfach notwendig, um über seinen Kanal Reichweite und Kunden zu gewinnen. Und jetzt, wenn wir mal ein bisschen darüber nachdenken, was spielt denn wirklich eine Rolle? Also, wenn ich Kunden gewinnen möchte über den YouTube-Kanal, beziehungsweise wenn ich Reichweite möchte, dann gibt es da 2 Parteien. Zum einen den YouTube-Algorithmus, der natürlich darüber entscheidet, wie vielen Leuten werden meine Videos angezeigt. Und zum anderen den Interessenten, also die, die ja dann letzten Endes sich entscheiden, dann bei einem Kunde zu werden. So, jetzt gucken wir mal, der YouTube-Algorithmus, ist es dem wichtig, dass regelmäßig Videos pro Woche kommen? Und dann schauen wir, ist es Interessenten, ist es für die wichtig, dass regelmäßig Videos pro Woche kommen? Das wird ziemlich interessant. Also beim YouTube-Algorithmus, die Gerüchte, die so durchs Internet kursieren sind, regelmäßige Uploads werden vom Algorithmus belohnt und Upload-Pausen werden gestraft. Die Argumentation dahinter ist in etwa die, wenn wir uns mal überlegen, was ist eigentlich das Geschäftsmodell von YouTube? Ja, YouTube verdient Geld, indem Zuschauer Werbung gezeigt wird. Und damit YouTube viel Geld verdient, müssen Zuschauer häufiger auf YouTube kommen und da lange bleiben. Und das geht natürlich nur, wenn man ihnen gute Videos zeigt. So, Creator sorgen ja dafür, dass neue Videos entstehen. Und wenn jetzt jemand dafür sorgt, dass regelmäßig Videos auf der Plattform erscheinen, ja, wenn der eine Fangemeinde hat, und dann müsste YouTube doch da diesen Leuten Druck machen, dass sie auch regelmäßig produzieren. Also das ist in etwa so die Überlegung dahinter. In der Praxis stimmt das aber eigentlich gar nicht, weil YouTube schlägt ja nicht die Videos vor, die jetzt auf einem Kanal mit einer gewissen Regelmäßigkeit kommen, sondern YouTube schlägt die Videos vor, die am besten dafür sorgen, dass Leute möglichst oft auf die Plattform kommen und möglichst lange auf der Plattform bleiben. Und welche Videos sind das denn? Und das sind, mal platt gesprochen, gute Videos. Ja, also Videos, die Leute einfach gut finden. Weil wenn ich regelmäßig auf YouTube komme, da gute Videos angezeigt werden, dann werde ich dafür belohnt und dann gucke ich mir auch mehr Videos an, dann sehe ich mehr Werbung, YouTube verdient mehr Geld. Gute Videos zeichnen sich aus durch eine hohe Klickrate, also dass ein möglichst großer Prozentsatz an Leuten, die dieses Video vorgeschlagen werden, dann auch drauf klicken wollen. Eine hohe Zuschauerbindung, jemand, der auf das Video klickt, dass es dann lange guckt. Eine hohe Session Watch Time bedeutet, dass ich idealerweise nicht nur ein Video auf YouTube schaue, sondern eine Session starte, also dass ich mir mehrere Videos hintereinander anschaut und kann man mehr Werbung zeigen, mehr Geld verdienen und eine hohe Teilquote, dass die Videos dafür sorgen, dass neue Leute zusätzlich auf die Plattform kommen. Das ist das, was von YouTube gepusht wird. Und solche guten Videos, da spielt es gar keine Rolle, ob die jetzt auf einem Kanal hochgeladen werden, einmal die Woche, also ob da eine gewisse Regelmäßigkeit dahinter ist, oder ob so ein gutes Video auf einem neuen Kanal erscheint, auf dem sonst kein einziges Video sonst ist und auch noch nie ein weiteres Video hochgeladen wurde. Sieht man manchmal, dass Videos viral gehen bei Kanälen, die haben tatsächlich nur dieses eine Video hochgeladen und es hat Millionen Views. Also es kommt öfter mal vor. Außerdem sieht man das auch bei Kanälen, übrigens aus meiner eigenen Praxiserfahrung kann ich das auch sagen, dieser Kanal hier, Logical Lemon, ich habe hier noch einen größeren Kanal aufgebaut, als Season hier, wo das Video erscheint, mit über 400.000 Abonnenten und da habe ich auch nicht regelmäßig hochgeladen, sondern alle paar Wochen mal, also weil die Videos halt so aufwendig waren. Und trotzdem haben sie viele Millionen Views teilweise bekommen oder hunderttausende Views. Also das heißt, das hier regelmäßige Uploads, die werden nicht vom Algorithmus belohnt und Upload-Pausen genauso werden auch nicht gestraft. Ich habe selber lange Upload-Pausen stellenweise gemacht und trotzdem ging das Video nach der Pause dann viral, sofern es gut war. Also hohe Klickrate, Zuschauerbindung, Session Watch Time und hohe Teilquote. Das heißt, aus YouTube-Algorithmus-Perspektive spielt Regelmäßigkeit und eine gewisse Anzahl an Videos pro Woche überhaupt keine Rolle. Und das ist doch schon mal schön. Also kann man schon mal einen Haken dran setzen. So, wie ist es denn jetzt aus Interessentensicht? Also da ist ja das Gerücht im Prinzip folgendes, dass ein inaktiver Kanal oder ein Kanal, auf dem regelmäßig Videos erscheinen, potenzielle Kunden abschreckt. Mag sein, dass das zu einem gewissen Teil stimmt. Also das ist etwas, das weiß ich natürlich nicht so genau. Aber ich kann sagen, wie ich selber und quasi alle Leute, die ich kenne, YouTube konsumieren. Und das ist nicht so, dass sie auf einen Kanal gehen und dann schauen, welche Videos sind denn da online und wann wurden die denn eigentlich veröffentlicht, sondern die allermeisten Leute, denen werden Videos auf der YouTube-Startseite vorgeschlagen und auf der Startseite klicke ich dann auf ein Video, wenn es mir gefällt oder nicht. Und da schaue ich gar nicht drauf, ist das jetzt ein Tag alt, eine Woche alt, ein Monat alt, ein Jahr alt, sondern ich schaue, ist das Thema interessant für mich. Und wenn es interessant ist, und ich da merke,
Und das bringt uns jetzt dazu, was bringt denn eigentlich wirklich Kunden? Wenn ich merke, dieser Anbieter, von dem ich hier Videos sehe, der kommuniziert mir klar sein Angebot, also welche Vorteile ich davon habe, welche Probleme er für mich löst. Er baut Vertrauen auf. Also ich habe einfach das Gefühl, er kann mir helfen, er will mir helfen. Und ich sehe einfach seine Expertise, dass ich halt unzweifelhaft weiß, der weiß, von was er spricht. Das bringt dann Kunden. Also ich persönlich schaue gar nicht drauf, wie regelmäßig wird er eigentlich hochgeladen. Und die allermeisten Leute, also eigentlich alle, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, sehen das ganz genauso und gucken gar nicht, wie oft wird hier eigentlich hochgeladen. Also auch dieses Gerücht halte ich für nicht plausibel. Es mag sein, dass es noch mehr Gerüchte gibt zum YouTube-Algorithmus und zu Interessenten, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Also falls es da noch weitere Gerüchte gibt, schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich da gegebenenfalls nochmal gesondert darauf eingehen. Aber das ist das, was ich auf dem Schirm habe. Das kommt mir nicht plausibel vor. Gut, in der Praxis sehen wir das übrigens auch, dass man mit unregelmäßigen Uploads tatsächlich auch Reichweite aufbauen kann, stellenweise sogar mehr Reichweite aufbauen kann, weil das hat Vorteile. Und die gucken wir uns jetzt an. Also, die Vorteile sind, wenn ich jetzt viele Videos produziere, meinetwegen ein Video die Woche oder drei Videos die Woche oder was auch immer. Also, wenn ich viele Videos auf jeden Fall hochlade, dann hat es tatsächlich Vorteile. Und zwar, man hat eine höhere Chance auf virale Treffer. Also, je mehr Videos ich mache, desto höher ist im Prinzip ja die Chance, dass eines davon mal viral gehen kann. Ja, also manchmal hat man halt einfach Glück, dass man zufällig ein gutes Thema erwischt mit einer hohen Klickrate, hohen Zuschauerbindung, hohen Session Watch Time und so weiter und so fort. Also man kann auf Glück hoffen und quasi auf Masse gehen. Man könnte es allerdings auch planen. Das geht natürlich auch. Also virale Videos auf YouTube kann man tatsächlich sehr gut planen. Gut, auf jeden Fall, das ist ein Vorteil, wenn ich mehr Videos produziere. Dann der nächste Vorteil, den darf man nicht unterschätzen. Der ist wahnsinnig wichtig. Der Content-Muskel wird trainiert. Also wenn ich mehr Videos mache, werde ich einfach viel besser darin, Videos zu machen. Zum Beispiel das, was ich hier gerade mache, also sehr frei hier erzählen, als ich damals mit YouTube gestartet habe, 2017, wäre es unmöglich gewesen. Ich habe ja nicht mal geschafft, einen Text sauber vorzulesen. Also so nervös war ich vor Kamera oder vor einem Mikrofon. Also ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und jetzt, nachdem ich in Summe sicher einige tausend Videos produziert habe, auch unter anderem für unseren Schulungsbereich, also nicht nur auf YouTube, sondern auch woanders, fällt es mir einfach sehr leicht, Videos zu produzieren. Also der Content-Muskel wird trainiert. Das ist ein riesiger Vorteil, wenn man viele Videos produziert. Und es hat auch so eine gewisse Signalwirkung, und zwar das Business läuft. Jemand, der sich erlauben kann, drei Videos die Woche beispielsweise zu veröffentlichen, der muss ja, also bei dem muss das Business so rund laufen, dass er die Zeit dafür hat, weil, also ja, man muss sie ja vorbereiten, man muss sie produzieren, die müssen ja auch hochwertig aussehen. Also es hat eine gewisse Signalwirkung und das kann durchaus schon ein gewisser Vorteil sein. Es ist nicht so, dass das Gegenteil Interessenten abschreckt, das haben wir ja hier schon gesagt. Also wenn man wenig hochlädt, dann heißt das nicht, dass man direkt Interessenten verliert, aber das könnte helfen. So, das sind die Vorteile von vielen Videos. Was sind eigentlich die Nachteile von vielen Videos? Weil die gibt es nämlich auch. Und zwar ist eine ganz große Gefahr, dass wenn man sagt, aber ich muss jetzt diese Woche noch zwei Videos machen, obwohl ich keine Ideen habe, dass der Content langweilig wird und irrelevanter. Und das macht nichts, wenn man mal ein paar Videos hochlädt, die jetzt nicht so gut sind und nicht so relevant, aber langfristig kann das einen wirklich großen Schaden anrichten und dafür sorgen, dass man Zuschauer verliert, weil sich Zuschauer denken, schon wieder was von dem Kanal, da lerne ich irgendwie nie was Neues, die Videos sind nicht so interessant für mich, die sind nicht so spannend für mich, ja, ich habe irgendwie schon alles gehört, was die Person sagt. Das ist das, was im Kopf im Lauf der Zeit bei Interessenten passieren kann bzw. passieren wird. Das sieht man erstmal gar nicht in seinen Analytics-Daten, aber das ist etwas, was passiert. So, also das ist eine ganz, ganz große Gefahr, wenn man einfach auf Masse geht, ohne dass man eigentlich wirklich was zu sagen hat oder dass man spannende Themen hat. Also ganz gefährlich. Und dann der nächste Punkt ist, es ist ja immer die Frage, wie investiere ich denn jetzt eigentlich meine Zeit? Möchte ich wenn ich jetzt eine Stunde habe, um Videos zu produzieren, produziere ich in dieser einen Stunde zwei oder drei mittelmäßige Videos oder produziere ich ein gutes Video? Also wenn ich dieselbe Zeit wirklich verwende. Und häufig ist es so, dass wenn ich mir einfach ein bisschen mehr Mühe für das eine Video gebe, dass das, ich lade dann zwar nur ein Drittel der Videos hoch, aber das Video ist besser und dann kriegt es häufig nicht nur das Dreifache an Klicks, sondern vielleicht das Fünffache oder sogar das Zehnfache an Klicks. Also häufig, wenn man mehr auf Qualität geht, sofern man seinen Content-Muskel ausreichend trainiert hat und wirklich weiß, was Qualität bedeutet, das ist die Voraussetzung, ganz wichtig. Aber wenn man dann mehr auf Qualität geht, hat man unterm Strich viel mehr Klicks und viel mehr Goodwill bei seiner Zielgruppe, also weil Leute sagen, oh, ich habe hier was Neues gelernt, das war ja wirklich wertvoll für mich.
ja, also das sind die Nachteile von vielen Videos, dass zwei mittelmäßige Videos einfach deutlich weniger bringen als ein gutes Video beispielsweise. So, was ist denn jetzt das Fazit von dem, was wir uns hier angeschaut haben? Es gibt ja Argumente dafür, dass man viele Videos hochladen kann. Es gibt Argumente dagegen. Was soll man denn jetzt eigentlich ganz konkret in der Praxis machen? Nun also, unsere Empfehlung ist die, dass man ein Video die Woche hochlädt. Der Grund dafür ist nicht, dass es der Algorithmus das jetzt irgendwie belohnt oder dass sonst irgendwas passiert, sondern weil es so eine Verpflichtung für sich selber ist. Also, dass man sagt, ich nehme das Thema ernst, ich möchte hier regelmäßig was hochladen, weil, also gerade ein YouTube-Kanal für Business funktioniert halt einfach unfassbar gut. Er bringt ja auch einfach Kundenanfragen und macht Umsatz. Und darum ist es schon sinnvoll, dass man sich selber verpflichtet, regelmäßig was zu produzieren. Aber da geht es nicht um den Algorithmus, da geht es nicht um die Interessenten, sondern da geht es darum, dass man das Thema einfach ernst nimmt und weiterverfolgt, um seinen Content-Muskel zu trainieren und einfach im Lauf der Zeit einfach viel mehr Leads zu bekommen, dass das Business einfach wächst. Also darum ist das unsere Empfehlung. Wenn man mehr schafft, dann ist das auch, also gerne, also wer zwei Videos schafft, wer drei Videos die Woche schafft, super, also total gerne, sofern die Qualität nicht darunter leidet, sondern im Gegenteil, wenn sie einfach hochgehalten werden kann und der Inhalt weiterhin gut ist, nicht, dass man einfach langfristig dann Zuschauer verliert und seinem Business eher schadet, weil man anfängt, mehr irrelevanten Content hochzuladen. Dann vielleicht, weil sich das der ein oder andere auch fragt, wie ist es denn, wenn ich jetzt mal eine Pause einlegen muss, weil was auch immer passiert, das ist glücklicherweise überhaupt nicht schlimm, also YouTube ist das komplett egal, ob es Upload-Pausen gibt oder nicht. Und Interessenten merken es in der Regel auch nicht, ob es da eine Upload-Pause gab, weil YouTube-Videos ja eine unendliche Lebensdauer haben. Also die meisten Videos werden ja nicht auf dem Kanal selbst konsumiert, sondern auf der Startseite. Und im Laufe der Zeit hat man einfach Videos, die regelmäßig auf der Startseite immer wieder auftauchen bei Interessenten und immer wieder für dich dann entsprechend auf Akquise gehen. Insofern ist es auch gar kein Problem, wenn du mal eine Pause einlegen musst. Rate ich aber nicht. Also ein Video die Woche als Selbstverpflichtung ist sinnvoll. Übrigens, der Aufwand für ein Video die Woche, die Frage kann man ja vielleicht auch mal stellen, der ist überraschend gering, weil man kann locker an einem Vormittag einfach zum Beispiel 4 Videos produzieren oder 8 Videos, also 4 bis 8 Videos an einem Tag ist erfahrungsgemäß, wenn man mal in der Routine drin ist, überhaupt kein Problem. Also wir sehen es häufig auch mal, dass Leute dann bis zu 12 Videos aufnehmen. Und 4 bis 12 Videos, die man an einem Tag aufnimmt, das ist ja dann ein, also Vorrat für 1 bis 3 Monate, je nachdem, wie oft man jetzt auf seinem Kanal veröffentlicht. Einmal die Woche oder dreimal die Woche. Davon hängt das natürlich ab. Also insofern, wenn du ein Video die Woche schaffst, sehr sinnvoll, das hast du an einem halben Tag im Monat tatsächlich einfach erledigt und das wird sich einfach so sehr lohnen, weil du dann einen Kanal hast mit guten Videos, die regelmäßig für dich auf Akquise gehen und dich in deinem Business unterstützen. Was mich jetzt an der Stelle interessieren würde, wie gefallen dir eigentlich solche Videos mit diesen Mindmaps, wo ich ein bisschen mehr im Detail erkläre? Gib mir dazu gerne Feedback, dann kann ich nämlich mehr Videos in der Richtung produzieren. Also einfach gerne entweder hier kommentieren, ich lese mir die Kommentare mal gerne durch oder mir einfach auch mal schreiben auf LinkedIn oder Facebook, wenn du dazu weitere Fragen hast und da mehr wissen möchtest, dann kannst du mich da jederzeit entsprechend erreichen. Die Links zu LinkedIn und Facebook, wir packen das einfach mal in die Kommentare und in die Videobeschreibung. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann!